Warum Verluste an der Börse gut für dich sind und Volatilität dir große Chancen bringt, erfährst du in diesem Video. Geil! Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back! Ja, und ihr denkt euch jetzt sicherlich hier, die spinnen jetzt komplett, die beiden. Verluste sind gut und Kursschwankungen auch. Hä? 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 Aber du hast schon richtig gehört, denn wir meinen es genauso, wie wir es sagen. Wir stellen dir heute ein super spannendes Konzept vor, das dich härter, stärker und besser macht. Denn wir machen dich heute... geil. Und in einem zweiten Schritt zeigen wir dir Strategien, wie du von hohen Schwankungen an der Börse sogar profitieren kannst und auch ganz konkrete Produkte dazu. Und jetzt zeigen wir dir erstmal, was sich hinter dem Begriff antifragil eigentlich verbirgt. Das Wort fragil kennst du sicher. Es heißt so viel wie zerbrechlich. Viele glauben, das Gegenteil von fragil sei robust oder stabil. Aber das ist ein Irrtum, denn das Gegenteil von negativ ist ja auch nicht neutral, sondern positiv. Und das Gegenteil von 1 ist nicht 0, sondern minus 1. Und so ist es auch bei der Fragilität. Das Gegenteil von fragil ist antifragil. Keine Panik, Leute, wir nehmen uns erstmal Zeit, erklären euch in Ruhe, was die Begriffe bedeuten und dann, was es mit der Börse zu tun hat. Und dazu nehmen wir uns jetzt erstmal die drei Begriffe robust, fragil und antifragil vor. Fragil bedeutet jetzt eben, eine Person oder eine Sache geht eben bei starken Belastungen richtig in die Knie oder sogar daran zugrunde. Ja, und robust heißt, du hältst die Belastung aus. Wenn du starken Belastungen oder Krisen nicht nur standhältst, sondern durch sie stärker wirst und daran wächst, dann bist du antifragil. Also du profitierst sozusagen von unvorhergesehenen Ereignissen und aus Fehlern ziehst du sogar noch Energie. Ja, das ist eigentlich wie beim Sport, ne? Da wirst du ja auch durch die gezielte Belastung deiner Muskeln immer fitter. Ja, so wie du. Du jammerst immer schön. Aber ich betreibe ja auch Extremsport. Das stimmt. In der Kiste. Du kannst das auch sehr gut mit einer Impfung vergleichen. Das ist ja nichts anderes wie eine leichte Vergiftung für deinen Körper, aber das macht ihn widerstandsfähiger. Und genau das ist Antifragilität. Das heißt für dich, wenn du zum Beispiel Anfänger an der Börse bist und du fährst am Anfang Verluste ein, ja, dann lass dich einfach nicht entmutigen, sondern mach weiter. Ja, die Verluste machen dich vielleicht sogar besser. Du wirst dann cooler, abgebrühter, ja, und lernst das alles viel besser kennen. Absolut. Wenn du deine Fehler einfach analysierst und daraus lernst, dann entwickelst du dich weiter und du wirst sehen, du wirst echt immer besser. Ja, erwischen kann es jeden mal. Zum Beispiel, es kann einfach mal ein schwarzer Schwan sein, der dich trifft, der dir dann richtig die Performance versaut. Also ein Ereignis, das einfach niemand vorhersehen konnte. Zum Beispiel Volkswagen mit Dieselgeld. Worauf wir hinaus wollen? Lern einfach aus deinen Fehlern. Beschäftige dich mehr mit deinen Misserfolgen als mit deinen Erfolgen. Daraus kannst du viel mehr mitnehmen. Und es gibt ja auch den schönen Spruch von einem Philosophen Seneca. Willst du, dass einer in der Gefahr nicht zittert, dann trainiere ihn vor der Gefahr. Sei einfach mutig als Einsteiger, hab vor allem keine Angst vor Fehlern, aber werd nicht zu leichtsinnig. Apropos Fails, wir haben ein Video gemacht, in dem wir unsere krassesten Börsenfails auch mal zusammengetragen haben. Und welche Lehren wir vor allem daraus gezogen haben. Kommt bald hier auf unserem Kanal und ist natürlich wie immer à la Bonheur. Das wird überragend. Nur das Beste. Oder? Für dich. War für uns alle. Gute Nacht. Amen. Gute Nacht, Halleluja. So, jetzt nochmal ein kurzer Nachtrag zur Antifragilität. Das hätten wir uns natürlich auch locker selber ausdenken können, das Konzept. Aber wir sind ja bequem, haben es uns abgeschaut. Und zwar von einem der einflussreichsten Denker momentan überhaupt. Wie heißt der? Roberto Blanco. Roberto Blanco? Ein bisschen Spaß muss sein. Er heißt natürlich Nassim Taleb. Wie dumm von mir, Mensch. Wie konntest du diesen Take nur so versauen? Ich habe alles gegeben, aber es hat mal wieder nicht gelangt. Ja, wie ihr seht, hat der Nassim Taleb ein ziemlich dickes Buch über Antifragilität geschrieben. Empfehle ich euch dringendst. Super Lektüre. Und richtig dickes Buch. Zwar dick ist es, aber der gute Mann war auch jahrelang erfolgreicher Trader in New York, zum Beispiel allein. Und hat da auch wirklich ein Riesenvermögen gemacht. Nicht! In diesem ziemlich dicken Buch hier beschreibt der Taleb übrigens auch, warum Volatilität nichts Schlechtes ist, sondern im Gegenteil ziemlich vorteilhaft. Und zwar an der Börse wie im echten Leben. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil mit Volatilität assoziiert man ja eher hässliche Sachen wie Stress, Risiko, Unsicherheit. Ja, das ist auf der einen Seite richtig, aber auf der anderen Seite bringt natürlich ein gewisses Maß an Wohler, ein gesundes Maß an Wohler, auch Stabilität. Und warum das so ist, das erklären wir dir jetzt mal an einem Beispiel. Und dazu führen wir jetzt mal den Herrn Müller ein. Herr Müller ist ein extrem pünktlicher Mensch. Er kommt jeden Tag um Punkt 18 Uhr von der Arbeit nach Hause. Was würde nun passieren, wenn er eines Tages später nach Hause kommt und sei es auch nur um wenige Minuten? Seine Familie würde sich sicher ernsthafte Sorgen machen. Was aber wäre, wenn Herr Müller jeden Tag um 18 Uhr plus minus
30 Minuten zu Hause aufschlägt. Dann würde sich seine Familie sicher nicht um ihn sorgen, wenn er mal erst um 19 Uhr nach Hause käme. Ergo, Stabilität ist ohne ein gewisses Maß an Volatilität nicht zu haben. Das bedeutet für die Börse, ohne Vola würden dir auch ziemlich viele gute Chancen durch die Lappen gehen. Und das bedeutet für dich, halt dir immer Optionen offen, dass du reagieren kannst, gerade in Phasen, wo es einfach richtig hart schwankt oder wo es nur noch nach unten geht. Und welche Optionen das sind, das zeigen wir dir jetzt. So circa 5-10%, deines Depotvermögens solltest du auch immer Cash parat haben. Also sieh einfach zu, dass du neben deinen ETF-Sparplänen auch einen Dauerauftrag auf dein Wertpapierverrechnungskonto einrichtest. Das ist ganz wichtig für Strategen, denn dann, wenn in der schlechten Börsenphase, wenn es richtig rappelt, kannst du richtig gute Konzerne günstig einsammeln oder du verbilligst dann eben den Einstandskurs bei deinen Verlustpositionen. Du Billigheimer, du. Nur denk dran, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu timen, das klappt so gut wie nie. Also sei unbedingt darauf gefasst, dass danach auch noch ein bisschen runtergehen kann. Und denk dran, genau solche Erfahrungen, die machen dich in the long run geil. Die Pros unter euch wissen natürlich, was der VSTOX ist, aber wir erklären es trotzdem nochmal kurz. Der VSTOX ist ein Index, der einfach die zukünftig erwartete Volatilität des Eurostox 50 abbildet. Ja, und die Pros unter euch kennen natürlich auch den Eurostox 50. Das ist ein großer europäischer Index, in dem 50 große europäische Unternehmen drin sind. Zum Beispiel Siemens, Airbus, Santander und so weiter. Und der VSTOX misst einfach die Schwankungsbreite, die für die nächsten 30 Tage im Eurostox erwartet wird. Ja, wenn der VSTOX nach oben richtig heftig ausschlägt, dann heißt es eben unruhiger Markt. Und wenn er eben eher im Keller hängt, dann ist es eher eine ruhige Börsenphase. Und wer davon profitieren will, dass es an der Börse richtig rappelt und der VSTOX dann weiter nach oben läuft, der kann ein Commerzbank-Zertifikat kaufen. Das nennt sich Long Futures Index-Zertifikat. Ganz wichtig, das haben wir jetzt einfach nur mal als Beispiel mitgebracht. Das ist keine Kaufempfehlung, sondern nur ein Beispiel zum Verdeutlichen. Ganz kurz zur Funktionsweise vom Zertifikat. Also das hat den Faktor 2. Das heißt, jeder Kursanstieg vom VSTOX wird zweifach gehebelt. Und das heißt, du profitierst also doppelt. Das ist absolut korrekt. Das ist absolut korrekt. Oder? Habe ich das richtig erklärt? Das hast du ganz genau richtig erklärt. Da hast du keinen Fehler schon gemacht. Dadurch wirst du aber auch nicht antifragil. Wäre ich trotzdem rausgeschmissen. Mensch, das ist ja bitter. Ich denke schon. Ich bin einfach nicht, bin dir nicht gut genug. Gib es doch zu, du altes. Ganz wichtig, bei Verlusten bist du aber auch mit dem Doppelten dabei. Das heißt, ja, dieses Zertifikat hat es echt in sich. Heißes Eisen. Die genauen Bedingungen, die packen wir euch auf jeden Fall mal unten in die Beschreibung rein. Da könnt ihr die ganzen Chancen und Risiken nachlesen. Ganz wichtig, dieses Zertifikat hat wirklich große Risiken. Heißes Eisen. Like ice in the sunshine. Ach, Timo, das sind so heiße Eisen, trauen auch nur wir uns rein. Also das ist nur was für die echten Pros unter euch. Wem das zu heiß ist, für den ist sicher die Strategie was. Du kannst Volatilität aber auch so für dich nutzen, dass du genau auf die Werte setzt, die wenig schwanken. Und auch da haben wir natürlich ein Beispielprodukt für euch dabei. So wie beim anderen gilt, nur anschauen, nicht anfassen, ist nur was zum Zeigen. Und zwar ist das ein ETF von iShares. Uiuiui. Nicht anfassen. Der ETF basiert auf dem MSCI Europe Minimum Volatility Index. Ja, und der bildet halt die Aktien in Europa ab, die die geringste Volatilität haben. Ja, und so eine Strategie kann sich durchaus lohnen, wenn es heftig schwankt, weil solche Aktien performen dann einfach konstant und sogar besser als der Eurostox 50. Besser. 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 Molto bene. Und den Factsheet zu dem ETF, den packen wir euch natürlich erstmal unten rein in die Beschreibung. Und ihr könnt euch natürlich erstmal in den Kommentaren verlustieren. Also sagt uns, ob diese beiden Produkte, die wir euch vorgestellt haben, taugen, ob die was für euch sind, ob ihr vielleicht Lust habt, da einzusteigen oder noch mehr Infos haben wollt. Und was machen wir jetzt, Mario? Jetzt hauen wir ab. Aber erst noch liken, teilen, kommentieren. Danke für euren Support. Lasst da, unterstützt uns, wie ihr könnt. Wir freuen uns wirklich drüber. Ja, jetzt gehen wir erstmal einen Kaffee trinken. Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. Also, wir sehen uns. Ciao. Ciao.